Johohohoho. Ex. Ja, hallo, moin moin und habe die Ehre. Ahoi für die Miteinander. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Tommy X Livestream Let's Play Factorio. Mein Name ist Inria. Ich bin die intuitive, natürliche und relativ interessante Anmoderation. Was machen wir heute? Tommy! Er rodet schon wieder Wälder, um Ölraffinerien und Kraftwerke zu bauen, welche die ansässige Flora und Fauna bedrohen. Freunde dich doch einfach mit den Käfern an, Junge. Wie dem auch sei. Wir haben letztes Mal sehr viel Wissen geschaffen. Aber wir brauchen noch weitaus mehr von allem. Außerdem wäre ein Auto ganz hilfreich, damit wir nicht so viel laufen müssen. Wenn wir Ausschau halten, finden wir bestimmt auch Schätze. Der fremde Planet ist von Aliens besiedelt, die den Spieler und seine Fabriken angreifen und sich infolge von erhöhter Umweltverschmutzung weiterentwickeln. Zur Verteidigung stehen dem Spieler verschiedene Handfeuerwaffen, Raketen, Geschütztürme, Panzer und Eisenbahngeschütze zur Verfügung. Es gibt jedoch auch die Option, dass die Aliens erst dann angreifen, wenn der Spieler als erster angreift. Gewonnen wird das Spiel durch das ins Weltall schießen einer Rakete, wobei der Spieler das Spiel unendlich lang fortsetzen und die Fabrik weiter ausbauen kann. Ich wünsche euch viel Spaß. Die Stunde ist auch schon fast wieder voll, meine Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
Ja, moin. Ja, doch. Mikro haben wir. Hi, Ressi ist am Start. Grüß dich, Ressi. So, nee, eigentlich wollten wir hier eine entspannte Runde machen. Manchmal habe ich auch keine Lust zu reden. Manchmal. Nicht immer. So. Aber die Stunde ist auch schon fast wieder voll. 8 Minuten haben wir noch. Okay, dann gucken wir mal. Dann doch noch ein bisschen. Was haben wir denn hier? Da müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Kohlen nachlegen. Sonst passiert hier nichts. Hier sind, die sind auch schon leer. Voll. Sollte erstmal reichen für die nächste halbe Stunde vielleicht. Genau. Wir wollten hier. Den noch automatisieren. Hat er hier die beiden auch und kann die dann feuern. Ja, genau. Dein erster Run Vanilla? Ja, eigentlich schon, ja. Ich habe das Spiel damals mal gekauft und ein paar Stunden gespielt, ich glaube so 30 Stunden oder so, aber nie wirklich weit gespielt und ja, jetzt dachte ich mal, okay, boost es mal wieder raus. Irgendwie müssen wir das Spiel ja auch mal durchkriegen. Und dann dachte ich mir, ja, dazu habe ich jetzt noch keine Videos gemacht, deshalb hole ich das mal nach. Okay, wunderbar. Dann kann man sogar hier hinstellen. Aber dazu brauchen wir erstmal einen Strommast. Dann sollte der sich auch selbst versorgen. Genau, perfekt. Und so läuft die Forschung dann ganz automatisch. Ja, viel besser mit Voice. Ja, natürlich. Aber wenn man wie ich hier die ganze Zeit alleine ist und den inneren Monolog nach außen trägt, dann wird das Ganze auch anstrengend. Und deshalb mach. Und Factorio ist ein Spiel, das kann man mal ruhig so nebenbei zocken. Ne? Da bricht man ja sich keine Krone ab. Aber ich möchte euch natürlich auch hier mit meinem Geplauder unterhalten. Ja, wir machen eigentlich immer so eine Stunde, Stundenvideos. Wir haben jetzt noch 4 Minuten, dann ist die Stunde voll. Und ja, mal gucken. Kurz Pause und danach machen wir einen, also einen machen wir noch auf jeden Fall. Kurz Pause, vielleicht Viertelstunde, 10 Minuten. Und dann legen wir noch einen nach. Vielleicht, ja, weiß ich nicht, vielleicht nochmal Dark Souls 3. Ja, wie sieht es damit aus? Vielleicht. Kann man ja nochmal machen. Oder halt nochmal eine Stunde Factorio. Denn wir wollen ja auch irgendwann, ja, hier einen Zug wollen wir haben und das Automobil wollen wir auch haben. Das können wir eigentlich jetzt schon erforschen.
Aber dann lassen wir das hier noch voll laufen. Das ist ja auch gleich fertig. Mit F kannst du dir die grüne Flasche vom Kohlen. Ja. Genau, ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Zack, da hat man das im Inventar. Aber bei Factorio will man natürlich alles automatisieren. Und das läuft eigentlich schon ganz gut hier. Jetzt muss man nur gucken, dass man genug von allem hat, dass es auch funktioniert hier. So wie der, der ist gleich leer, wenn die hier nicht automatisch nachkommen. Ja, die hat er sich vielleicht geschnappt. So, und aber, was wir auf jeden Fall noch machen, wir gehen den Weg noch weiter ab. Die letzten Minuten laufen und die nutzen wir dann meistens dann auch, um die Umgebung noch ein bisschen weiter zu erforschen. Unser Radar hat auch schon einige Sektoren aufgedeckt. So, wir sind bisher bis hier gekommen. Einmal nach rechts und dann nochmal nach oben und sind dann in einem Waldgebiet hängen geblieben. Da müssen wir uns einmal durchkraxeln. Ist doch schon ein schöner Weg. So, was ist das da? Kupfererz, naja. Faktoren hat man nie, glaube ich, nach über sie. Was? 7000 Stunden? Bist du wahnsinnig? 7000 Stunden. Oh mein Gott. Ich habe mit Counter-Strike mit 2000 Stunden jetzt mittlerweile. Schon. Oder? Könnten 1800, 1900 sein. Aber 7000 mein Spiel, Alter, Spiel. So lange ist das Spiel noch gar nicht draußen. Letzte Minute läuft. Auf jeden Fall, Ressi, danke, dass du dabei gewesen bist. Und ja, wie gesagt, wir machen wahrscheinlich gleich auch nochmal einen. Sei auf jeden Fall dabei. Würde ich mich freuen. Factorio nebenbei zocken, das dachte ich auch mal. Bis ich festgestellt habe, Factorio ist ein Fulltime-Job. Je größer die Base, desto mehr hat man zu tun. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Seid das nächste Mal auch wieder dabei. Ja, dann auch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis gleich.